Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich habe was super Idee. Und zwar, Google sagt, wohin wir fahren. Google entscheidet, wir tun es. So, also, ist ganz einfach. Ich habe hier mein Handy, wo zumindest Google drauf ist. Ich frage einfach eine Zahl zwischen 1 und keine Ahnung was. Zuerst müssen wir diese Dinger zählen: 1, 2, 3, 5, 7, 8. Und 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ich sage, okay, Google. Ich weiß nicht, ob man das hört. Okay, Google. Sag meine Zahl zwischen 1 und 27. Geht in Ordnung. 13. Okay. Was ist denn da los? 13, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, okay. Das Nummer 5. Okay, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 5. Selbstverständlich. 2. Okay, dann nehmen wir hier den zweiten Auftrag. So. Es war gut, Google. Sag mal eine Zahl zwischen 50 und 150. Okay. Fahrt vorsichtig. 53. Okay. Alter. Fresse. So, das ist natürlich das neueste Update. Das wir haben gerade kurz eine Stimme gehört. Was wird eigentlich. Ne, komm, ich sage zwischen 80. Sag mal eine Zahl zwischen 80 und 150. Ja. Okay, also fahren wir. Sicher. Google hat die Fresse. 126. Ja. Rechts abbiegen und dann links halten. Entsperre dein Gerät. Links halten und dann links. Oh lol. Ups, der Ton war ein bisschen zu laut. Biege nach links ab. Okay. Also wir fahren jetzt 126 km/h. Google ist so entschlossen. Und das werden wir auch so machen. Wir setzen bei den Thermal auf 126 km/h. Sobald wir die erreicht haben. So, ich bin halt nur der Depp, wo rumtouren muss. So. Na, gern 14 Tonnen. Wir bekommen 8000 Euro. Ja. Gut. So. Wo müssen wir abbiegen jetzt? Immer geradeaus. Okay. Das gehe ich auch hin, immer geradeaus. Das ist wenigstens, wo ich auch hingekommen bin hier. Vielleicht werden wir das auch in zwei Fragen einteilen. Vielleicht schauen wir das nochmal. Ja, mal schauen. Ich habe die Idee selber gefunden. Ich weiß gerade, ob das überhaupt auf YouTube gibt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Super, ist gut. So, jetzt müssen wir in die Touren kommen. Also auf die 126 km/h kommen. Höhe 53 ist echt lang. Dann müssten wir jetzt so rumfahren wie jetzt. Links halten, ja. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Danke. Das wäre echt lahm. Immer geradeaus. Danke. Das wäre schon lahm, deswegen. Ich habe es gelassen. So. Um die Kurve. Den kleinen Volvo LKW. So, ich
Dann beschleunigen wir mal dort ein bisschen. So, es war schon auf 126, nein, leider nicht. Okay, doki. So. Ich weiß gar nicht, ob der Echo Yacht auf 126,h kommt. Aber ja. Mal herausfinden. Wenn ich auf einmal halt da bis woher halt packt. Ich weiß es nicht, glaube, aber müsste schon schaffen, oder? Okay, ich weiß nicht, wie stark der LKW ist. Aber 120 ist doch easy peasy. So, 118 haben wir schon erreicht. So. Und die 126 ist erreicht, Format ist aktiviert, steht auch unten. Okay, wenn hier Stau ist, dann muss ich bremsen. Da geht kein Weg vorbei. Außer wenn das Auto ein bisschen schnell fahren würde. Ja. Perfekt. So. Bitte links halten. Jo, Marschnavi. So. So, 126 kann mal bestmöglich schon arbeiten. Also. Oh, kurz hatte ich ja Lag gehabt. Ja, danke, Auto. Hallo! Das war ich nicht. So. Nice, manchmal so kleine Mikro-Lags. Okay, jetzt war glaube ich schon Blitz, aber ich bin nicht bekommen, weil ich zu schnell bin, zu schnell wieder Blitz. Ich habe mich nicht bekommen. So. So, na, irgendwie möchte die doch nicht die 126 kommen haben. Aber, naja. Aber, scheiß drauf, mal gibt's ja einmal im Jahr. Nein. So, könnt ihr Licht anmachen. So. Ich hoffe, easy heute in einer Folge. Wow, 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 wow. Crap. Naja, ich hoffe, auch nicht so eine Game. Das ist halt. Ja. Oh ne, Schule. Schule, was laber ich? Mautstelle. Ich komme schon von der Schule, ey. Aber Leute, auf meine. Nein. Okay, hier muss ich rum. Oh lol. So, jetzt ist Runniger mal hier. So. So. Warte, kann eigentlich Google Musik ausspielen?
Also schreib mal Google, ob das Musik abspielen kann. Kannst du Musik abspielen? Gerne Musik auf Spotify. Bitte sehr. Was ist denn los? Jetzt öffnet das Spotify. Alter! Das kann ich ausmachen. Was ist denn hier los? Willst du statt mein Handy oder was? Hallo? Ich hab grad alle Fenster mit dem Handy geschlossen, aber. Tanken müssen wir nicht. So. Oh Gott. So. Oh, leck. Oh, wow, 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 KMH. Ich muss mal das Sicherheitsabstand, wo wir eingehalten haben, natürlich. So. Lol. So. 13. Ja, hier sind ein paar Kurven. Das ist ein bisschen nervig. So wie. Okay, passt. Mit 13 kann man. Ja, 15, 16, 118, 120, 100 und. Natürlich geht es jetzt wieder hoch. Also jetzt solche Mordes reingemacht. Seht ihr unten unter der Temperatur von 90 Grad, seht ihr das? Was im Markt drinnen ist und auf 126 steht. So. Also, gib Gas, LKW. So. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ja, ich mache eine Ausfahrt hier. Biege nach links ab. Bremst! Boah! Was hat daran in den LKW? So. Ja, fand ich auch schon.
Oh, jetzt muss ich noch anhalten. Was ist das für eine Billow Mount, oder? Oh, cool. Ist verarschen. Boah, natürlich muss ich den Schalter zu sein. Hä? Wolltest du dein Auto vor? Achso, Boxer. So. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So. Er könnte auch kaum Lichter, oder? Okay, 126,8. Können wir jetzt hier schlecht erreichen? Ich versuche, sag ich mal, die Ja-Linie zu fahren. Und dass wir wenigstens kurz erreichen, dass ich ein Wort wenigstens reinmachen kann. Aber jetzt kann es vielleicht gut aussehen. Zu die erreichen. Eigentlich kann ich das jetzt Map unten jetzt ausmachen. Geradeaus. Danke. Und rechts ausmachen, aber ich will die genaue Geschwindigkeit zählen. Die kann ich beim Tauschen schon abzählen. Jetzt 120. Aber ich kann jetzt nicht zählen, genau halt. Zum Beispiel kann 126 kann ich da nicht zählen im Tacho. Deswegen kann ich die Map an. So. So. Demnächst rechts abbiegen. Jo. Biege nach rechts ab. Jo, danke. Okay, hier mit 126,8 ist ein bisschen schwer, willst du sagen, aber natürlich möglich gewesen, natürlich. Für mich wäre es kein Problem gewesen, mit 150 um die Kurve zu fahren. Und ich mache ja das hier nur mit dem Damage, das ist so langweilig, weil ich bin hier der XS2-Gott. Ja, aber es, das war ein Spaß. So, jetzt mal dann gleich da. So. Und jetzt mal wieder eine bisschen längere Folge ist, aber ich hoffe, dass ihr euch trotzdem Spaß gehabt habt. Ja. Aber hat mit dieser kleinen ETS-2-Folge und ja, ich, wenn ihr öfter solche Folgen sehen auf ETS-2 zum Beispiel, dann ja, das kann ein Däumchen da oder schreibt es gerne in die Kommentare und ja, weil rote Ampeln darf man immer nebenbei vorbeifahren. Aber ich bin ein LKW ist an der Richter, so wie ich das teilweise an auf der Autobahn als hochfährt. Immer geradeaus. Ja, so können wir vielleicht noch tanken. Aber ja, mal gucken. So. Mikrofon muted. So, hat es jetzt super.
Gas so in den letzten 2 Kilometer, 40 Kilometer bekommen wir noch so hin. Ja, 45 Kilometer, sorry. So, was wir jetzt hier rausblinken. Dann halt er bei geschafft, so fast 100 Minuten. Und jetzt braucht es 6 Stunden, da irgendwie ist das Wetter rechts, hier den Tank und über dem Postzeichen fast komplett blau fast, zur Hälfte. Ja. So, was gehst du denn auf? Du hast aber kein Recht dazu, ey. Mensch. So. So. Ich weiß nicht, wie es war, wenn du es kannst. Immer geradeaus. So. Oh Gott. Wee. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Das kriege ich schon. Oder, Freunde? Oder, Leute? Wer das denn? Biege nach rechts. Oder ein Crash am besten. So. Ah, ja. Nice. So. Oh. Motor ausgemacht. So, blinken. Links halten und dann links abbiegen. So. Biege nach links ab. Das bekommen wir hin. So. Biege nach links ab. Das bekommen wir auch hin. Wir sind fertig. Ja, fällt mir ja nerven. So. Oh, warte mal. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Selbstverständlich. 3. Nice. Selbstverständlich. Ist doch gut. Mann. Halt doch die Klappe. So, 3 von unten. Das finde ich. 3 ist oder 2? Ja, ich glaube 3. Fällt es sehr gut für mich, muss ich einparken. Ja. So, ich sage, das war's für diese Folge ETS 2. Wenn euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, ob es weiter down oder einen Kommentar. Werden wir das weiterführen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.